Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Veiled. Wir zocken und zocken heftig. Ist eine Open Beta, ist eine Art Shooter, 5 gegen 5, suchen und zerstören. Macht sehr viel Spaß, hoffe ich, weil es ist eine Beta. Und ja, wir lassen uns heute mal berieseln. Ist ein Shooter, bin ich natürlich immer dabei. Was immer dabei, das ist... Entschuldigung. Und ich sag's jetzt nochmal, falls ich das vor eben... Wir haben eben so einen Trailer geguckt, ne? Abonniert. Ich würde mich freuen. Und falls ihr gerade schaut, lasst ein Like da, kostet euch keine Zeit. Ey, wäre voll geil. Lasst uns die... lasst uns Likes erreichen, würde mich freuen. Wir akzeptieren tatsächlich die Nutzungsbedingungen, weil wir die Nutzungs... Also wir haben die auch alle gelesen. Ich habe tatsächlich ein fotografisches Gedächtnis, deshalb stimme ich da jetzt auch zu. Wehe, jemand heißt Sterzig. Perfekt. Okay. Was haben wir hier? Wir haben jetzt eine Charakterauswahl. Aber die Frage ist, heißt das jetzt, wenn ich einen Charakter auswähle... Oh Gott, jetzt müsste ich mir hier alles durchlesen, ne? Er sieht aus wie John Wick, der könnte mir gefallen. Enthusiast, Pistole. Beginne in Runde 1 mit einer schallgedämpften Pistole. Treffer am Oberkörper sorgen für eine intensive Betäubung. Erhalte Panzerung zurück. Okay, Pistolen oder zu verwenden, sie scans, um einen kurzen Moment zu ignorieren oder Erkennung abzubrechen. Das sieht aus wie John Wick. Der Kerl. Alter, Niki! Niki schneidet immer meine Videos. Halte F gedrückt, um den Boden, wenn du zu Boden gegangen bist, um dich selbst wiederzubeleben. Abklingzeit. Alter. Nee, also Leute, ich sag euch, wie es ist. Ich nehme John Wick. Ich nehme Johnny. Er ist ja wirklich John Wick. Holy fuck. Er ist ja wirklich. Also. Ja. Ich will einen Vertrag schließen. Let's go. Das ist ja Hammer. Und jetzt? Anpassen. Nee. Wir bleiben so, wie wir sind. So, as I said, es ist eine Open Beta. Jeder kann zocken, wenn er Bock hat. Eieiei, das will ich gar nicht. Warum ist das japanisch? Es ist anscheinend ein japanisch angehauchtes Game. Ich bin gespannt. Tutorial beginnen. Training. Benutzerdefinierte Partie. Okay, ich beginne mal das Tutorial. Ich glaube, das brauchen wir auch, um herauszufinden, was wir heute zu tun haben. Ich denke, ich werde dieses Video unten in Kapitel einordnen, aber ey, um euch, damit ihr folgen könnt, vielleicht ist es für euch sinnvoll, auch das Tutorial zu gucken. VX Training Simulator loaded. Das kriegen wir hin. Alter! On signing a contract with VX Agent. Guck mal, ich hab so ein kleines Messer. Oh mein Gott, das ist ja übel geil. Ich gehe mal nach unten links, weil unten rechts ist auf jeden Fall noch was zu sehen hier. Deshalb, wir machen mal den hier. So. Ja, WASD haben wir. Haben wir. So. Einfache Bewegung. Parcours. So geht's über Sachen. Okay, Movement ist also schon mal lit. So kommen wir auf jeden Fall über Sachen rüber. Das ist nice. Okay. Achso, ich soll hier hin. Gut, auf. Zack, wir gehen hier hoch. Okay, also ich habe das Gefühl, die wollen uns wieder für dumm verkaufen hier. Es gibt also wieder ein kurzes Tutorial, wo so die Basics erklärt werden, aber das ist halt ziemlich selbstverständlich, to be honest. Wer das nicht herausfindet, ist echt dumm. Kann ich jetzt hier rauf? Please? Bitte, lass mich rauf! Danke. So, und jetzt F, Zipline. Nö, das hätte ich aber auch herausgefunden, muss ich sagen. Zack. So, jetzt macht's hier Schlitz, 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 Schlitz. You're doing well so far. Dankeschön. Let's progress from movement then. Okay. You need to get your gun in the field, though. Junge, ja, das kleine Mädel. Ist schon geil. Okay, kaufe. Mit B kann ich mir eine Waffe kaufen. Wir kaufen uns eine MP5. Now, let's talk about tactical items. Oha, das ist schon cool. You'll need to buy a scan grenade. You can throw it. Scan grenade. Ja, mein Gott. Let's move on to the next part. Also hier wird jetzt einem wirklich alles erklärt, ne? Ist halt die Frage, ob wir das brauchen. Kaufe die Dose im... Das hier? Team upgrades are essential in a battle. Du, das sind jetzt Team Upgrades. You can upgrade weapon attachments as well. Aha. Okay. Was muss ich jetzt machen? Ach so,
Und hier bekomme ich dann mehr dazu. Ist das ein Regenschirm? Oh mein Gott, Leute, das ist ein Regenschirm. Das ist ein Regenschirm mit so einem, mit einem Geschütz oben drauf. Das seht ihr jetzt gerade nicht so, aber insane. Ich habe einen Regenschirm gekauft. Okay, never mind. Okay, was sollen wir jetzt machen? Ach, auf Stufe 3 soll ich das machen. Okay, gut. Ich verstehe. Wir gucken noch kurz rein und ich hoffe, dann können wir gleich Waffe abfeuern. Ja, das habe ich jetzt schon bemerkt. Zerstöre zwei Ziele. Ach so. Ja, mein Gott. Okay, also könnte taktisch sein schon mal. Sind die down? Okay, also es wirkt schon mal ziemlich clean. Das Gun-Movement und so weiter wirkt schon mal ziemlich geil. Also du headshottest wohl... Ach so, so kann ich auch machen, ne? Wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich ihn... Ja, aber komm, das sind jetzt wirklich nur die Basics. Muss ich sagen. So, jetzt soll ich hier rein? Nee, immer noch nicht. Hier runter. Hit. Okay. Aber... Achso. Scan-Grenade. Ja, aber komm, das ist jetzt nun wirklich... Das ist jetzt nun wirklich einfach nur Tutorial über Tutorial über Tutorial von den größten Basics. Das ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, so, okay, dieses Tutorial brauche ich gerade in... Ich will eigentlich ja nur zocken, wisst ihr, wie ich meine? Oh, nee, das kann nicht sein. Ich habe vorhin DBD gespielt. Nee, das funktioniert. Ich habe vorhin DBD gespielt mit SGH-Kan. Und einfach mittendrin hat der Rechtsklick nicht mehr funktioniert. Das war, glaube ich, anscheinend irgendein Gamebug, weil jetzt funktioniert es. Ja, jetzt erzählen die mir, also das, ey, sorry, aber das Tutorial brauche ich jetzt nicht dringend. Muss ich sagen. So, Mission Start, oder? Freundschaftsspiel, Team Deathmatch, let's go. Team Deathmatch ist sowieso erklärend, glaube ich. Was ist jetzt los? Agenten auswählen. Ja, John Wick. Was, wer sonst? Also ich glaube, vieles Learning by Doing, Learning by auf die Fresse fallen, aber ich glaube, wenn wir jetzt hier Tutorial anfangen und ewig zocken, das macht dann auch keinen Spaß für euch, ne? Wir haben ja auch nur eine Stunde circa wieder zusammen. Da sollen wir zumindest ja auch auf die Fresse bekommen. Das Tutorial war ja wirklich jetzt... Alter, was ist das denn? Ein Cornfield? Okay. Let me kill the whole enemy team. Ich mache mir mal wieder ein bisschen kleiner, damit ihr mehr vom Spiel seht. So. Passt das so? Ja, oder? Okay. 3000. Okay, das ist Einzelfeuer. Ich probiere das einfach mal aus. Sind das Teammates? Sind das jetzt Teammates oder sind das... Hä, warte mal. Das sind doch keine Multiplayer-Gegner, oder? Hä, waren das jetzt... Sind das jetzt Multiplayer-Gegner oder nicht? Ich glaube nicht, oder? Ah, by the way, Leute, ich bin übrigens live auf Twitch. Jetzt habe ich natürlich wieder vergessen, die Alerts auszustellen. Aber wir alle können uns ja mal in den Kommentaren bedanken bei Lou und Bimo. Unglaublich. Stirb. Ich mache jetzt die Alerts hier aus, Chat. Also, ihr kleinen Ratten, giftet hier Subs, während ich live bin. Na, das ist eigentlich völlig normal, aber ne... Unglaublich. Was soll denn das jetzt? Hört mal auf. Aber das sind doch jetzt niemals Online-Gegner, oder? Ich habe keine Muni mehr. Soll ich mal wen abstechen, Freunde? Mehr, mehr. Oh, ich bin down! Hilfe! Ich belebe mich wieder.
Ich stech die ab. Ich stech die ab. Ist mir scheißegal. Komm mal hier. Ja, warte. Ich helf dir. So, hoch. Jetzt haben wir natürlich hier Team Deathmatch, ne? Ist natürlich bitter. Nee. Jetzt halt mal die Fresse. Haltet mal das Maul. Naja, ich bin übel langsam, aber ich stech ihn ab. Na gut. Jetzt bin ich aber richtig down, oder? Eine Sekunde. So. Okay. Jetzt habe ich natürlich die, aber keine Muni mehr. Muss ich mir die jetzt immer wieder kaufen? Aber guck mal, das ist doch jetzt mega die Scheiße. Ich spiele doch gerade gar nicht online. Ich dachte, das ist eine Open Beta. Das ist doch gerade hier ein Offline-Game. Das checke ich jetzt gerade nicht, warum das jetzt hier... Jetzt halt mal dein Maul. Ich sehe sie nicht. Hier. Tot. Also, hä? Muss ich das jetzt zocken? Oder wow? Okay, die 2 Minuten würde ich sagen... halten wir jetzt noch durch. Und dann gucken wir mal. Achso, das ist jetzt einfach... Okay, wir halten die 2 Minuten jetzt noch durch und dann gucken wir mal. Vielleicht ist das so ein Testspiel, damit die Leute wissen, worauf sie sich einlassen. Also, ich weiß auch nicht. Ich habe einen Teammate gekillt, Poggers. Also die Soundkulisse ist halt auch bitter, ne? Also wir haben jetzt noch 1 Minute 20 und danach entweder, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt so gewollt ist, dass wir jetzt in ein Online-Game kommen. Es sei denn, es ist kein Online-Game. Was ich aber nicht glaube, weil hier steht Sterzig und da oben stehen die ganzen anderen Leute. Weißt du, wie ich meine? Ich habe jetzt eine Scheige dann für Pistol. Und wenn es das Letzte ist, was ich tue. Also bisher rein technisch ist das Spiel ziemlich nice, muss ich sagen. Rein technisch sieht das Spiel geil aus. Hab ihn. Hab ich ihn gekillt? Ja. Auch die Hitmarker-Geräusche und so alles wirkt ziemlich episch. Stirb. Junge, jetzt bin ich aber wirklich John Wick. Wo kommst du denn her, Alter? Hör auf! Wo ist er? Er ist weg. Okay, Sieg. Cool. Es sieht schön aus. Technisch geil. Muss ich sagen. Jetzt ist für mich nur noch die Frage, wann Multiplayer? Wenn offene Beta, wo Multiplayer? As I expected. Nächster Bildschirm. Ja, okay, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, mein Gott, ich bin halt krass im Videospielen. Ich hab's verstanden. So, zack, weiter. Hier, Spielermatch. Agent mit Stufe 5. Gewertete Spiele. Ab jetzt bist du bereit, eine echte Mission zu übernehmen. Geil. Bombenentschärfung oder Team Deathmatch? Was machen wir, Leute? Ich glaube, wir fangen mal an. Ja, womit fangen wir an? Ich mach mal nochmal ein Team Deathmatch. Und wir fangen... Nee, warte mal. Wir fangen an mit Bombenentschärfung 3 gegen 3. Und gucken, was passiert. Okay? Okay, machen wir so. Ich fange an mit Bombenentschärfung 3 gegen 3. Und dann schauen wir einfach mal. Wir haben jetzt hier John Wick natürlich. Der hat hier als Dings, hat er ja so eine schallgedämpfte Pistole schon. Mal gucken, wie lange wir brauchen, um ein Spiel zu finden. Da oben steht 1 Minute. Aber ich glaube, 3 gegen 3 ist schon mal gut, um reinzukommen. Alternativ, ja wobei, Junge, was für 3 gegen 3. Ich mach mal hier direkt rein in die Scheiße. Boom. So, dann wissen wir wenigstens, was wir bekommen. Bombenpartie 5 gegen 5.
Ich glaube, das Zocken auch safe mehr als 3 gegen 3, würde ich fast behaupten. Fast, aber nur. Ja, warte mal so lange. Also, ich weiß auch nicht, woher das Spiel plötzlich kommt. Ich weiß auch nicht, wie können wir hier gucken? Das hier ist mein wunderschönes Profil. So. Das hier ist mein wunderschönes Profil. Das bin ich offensichtlich. Wir können mal schauen hier. Welt Experts. So. 10.000 Spieler gerade. What? Woher? Woher kommt dieses Spiel? Long time to fetch matches. Oh oh. 10 bis 20 Minuten. Oh no, 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 no. Oh no, 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 no. Okay. Wir gucken einfach mal, was passiert. Ich schneide jetzt einfach mal zu dem Zeitpunkt hin, wo wir ein Spiel finden. Bis gleich. Und Cut! Wir sind wieder zurück, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen. Ja, wir sind wieder zurück in Game. Wir haben jetzt ein Spiel gefunden. Freundschaftsspiel, Bombenentschärfung. Habe jetzt in der Zwischenzeit ein bisschen mit dem Chat gequatscht. Und bin jetzt mal gespannt, was passiert. Ich glaube, wir haben jetzt locker eine Minute oder zwei haben wir jetzt gesucht. Aber wir haben jetzt was gefunden. Ich habe schon fast die Hoffnung aufgegeben. Weil jemand meinte, oh, man braucht irgendwie 10 Minuten, um ein Spiel zu finden. Aber nicht mit mir. Ich trinke mal was. Trink auch mal was. Aber vorher lässt ein Like da, du Kack. Nein, jetzt höre ich auf, dich zu beleidigen. Es tut mir leid. Ich hab dich wirklich lieb. Oh. Jappa. So, jetzt bin ich gespannt, Freunde. Es lädt zumindest schon mal. Noch sind wir nicht im Spiel, aber es lädt. Bin noch mal gespannt, wie der Ping ist. Weil der Ping ist ja, ich habe gerade irgendwie 3 oder 4 Mal die Suchreichweite oder so erhöhen müssen. Gucken wir mal. Ich drücke gleich mal Tab und dann schauen wir. Ich glaube, die erste Runde ist so, wie es jetzt schien. Wieder erstmal mit Pistol. Kiste illegaler modifizierter Leptone. Okay. Und man geht relativ schnell down. Headshots zählen mehr. Wie eigentlich in jedem Spiel. Ein bisschen erinnert mich alles an dem Spiel an Rainbow Six Siege. Aber irgendwie auch nicht. Deshalb schauen wir mal. So, Sterzig ist da. 500 Startgeld. Ich glaube, ich starte ja schon mit einer Pistole, ne? Ja. Ich habe schon eine Pistole. Wir könnten jetzt mal gucken, was wir uns kaufen können. Taktische Granaten, Splittergranate. Ich hole mir mal eine Granate. Warum nicht? Ich hole mir eine Granate. Aber alle haben ganz okayen Ping. Zumindest 60. So, wir sind drin. Level 5, Level 3, Level 2, Level 1. Ne, warte mal. Ich glaube, das ist einfach unsere Durchnummerierung. Ne? Ja. Okay, let's see. Oh. Check on the teammate with the seed and help with the mission. Okay, wenn ich einmal antippe, bin ich in der Ego-Perspektive. Wenn ich gedrückt halte, bin ich im Third-Person-Zoom. Okay. Ich weiß halt nicht, wie das ist, ob die irgendwie aus dem Gebäude rausballern können oder ähnliches. Oh. Hier war schon jemand. Ist der low? Let's go this way. Das Gefühl, mein Teammate könnte den schon pushen. Ich gehe mal hier hoch. Er ist down. Wir haben einen Kill. Okay. Oh, shit. Okay, okay. Ich muss mich mal richtig hinsetzen. Okay, von links, von links. Ich höre überall Steps. Ich höre überall Steps. Oh mein Gott, hat der mich wegrasiert. Ich hatte ja gar keine Chance. Holy shit. Also ist... Alter, die berstet ja richtig weg. Holy shit. Oh, jetzt haben wir ein Problem. Alter, die eine von denen rasiert komplett weg. Hier. Aber komplett. 2 Kills. Die hat mich gerade ordentlich weggesprayt. Aber übel geiles Spielprinzip. Boah.
Krass. Okay, ich habe jetzt natürlich eine Granate. Er hat geteabagged, cool. Ich habe jetzt natürlich gerade direkt eine Granate gekauft. Das ist natürlich scheiße. Wir haben Verlust. Au, oh, geil! Am Ende sieht man nochmal, wo alle herkamen. Ach so, und was da auch noch in der Spielbeschreibung stand, der Kreis um das Gebäude wird immer enger. Das heißt, ich trage die Bombe. Ah, Poggers. Ich trage die Bombe. Der Kreis drumherum wird immer schlimmer. Das bedeutet... Tactics Level 1. Körperpanzerung. Und dann gucken wir mal hier. Ich nehme mal die MP5 mit. Einfach. Okay. Okay. Ich habe jetzt eine MP5 und Rüstung. Kann ich mir die reinstecken, die Rüstung? Nee, weil die vollständig repariert ist. Okay, ich habe... Ey, Leute! Ey! Leute! Leute! Hallo! Gut. Gut. Okay. Man kann am Anfang halt auch das Team boosten mit seinem Geld. Das bedeutet, wenn du zu viel Geld hast, kannst du, wenn du halt kaufst, die ganze Zeit Boosts für dein Team holen. Alter, das ist ja auch lit hier, ne? Der Müllwagen. Okay. Wir geben unser Bestes. Hat man... Ich frage mich... Eine Sache frage ich mich noch. Ob man... ob man Reload hat. Nicht Reload. Ob man sich regeneriert. Das ist eine Frage, die ich habe. Regeneriert man sich? Aber... Ist da oben drin. Hab ihn. Was? Der ist unten rausgepusht. Wow, okay. Aber ich habe einen Kill geholt. Let's go. Ja, das war jetzt bitter. Aber der Kill wurde auch nicht mal gezählt. Der Kill wurde ja auch nicht mal gezählt, weil die ja nur down war da hinten. Scheiße. Ach doch, jetzt ist sie down gegangen. Okay, alles gut. Nur noch einer von denen und zwei von uns. Okay, dass der da unten einfach rauskommen kann, das wusste ich nicht. Aber ich habe die eine richtig weggesprayt. Oh nee, es ist die letzte, ne? Oh, die ist so krass. Die macht die ganze Zeit richtig viele Kills. Die ist richtig gut. Ich glaube, die sucht ihn. Ich höre auch die Steps. Aber ich weiß nicht, ob es die Steps... Ja, guck mal, die rollt sich da durch und macht Damage ohne Ende. Guck dir das an! Das ist so ein richtiger... Der spielt das wahrscheinlich jeden Tag gerade. Schon. Man kann überall rüber volten, das ist ja insane. Unter der Treppe. Rechts, 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 rechts. Nee, hä? Oh, was? Wo? Wo, oben? Oh, die Zone. Hä? Das ist ja ultra geil. Also ich höre gerade die Tante über uns. Ich höre gerade die Tante über uns. Genau, wir brauchen das Ding, weil das habe ich draußen fallen gelassen, weil der mich unten gepusht hat. Ich wusste halt nicht, dass die einfach so rauspushen können. Also man hat, ich habe gerade so ein bisschen den Rainbow Six Siege-Mindset gehabt, weil wir pushen ja ans Haus ran. Wir pushen ja ans Haus ran und ich habe gerade so gedacht, ja okay, hier bin ich. Ich höre ihn. Da. Oh Gott, du hast dich so verraten. Oh mein Gott, das war nicht gut. Rechts, 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 rechts. Da, Eingang. Bro! Losing two rounds. Ja, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Okay, warte mal. Also, die war am Fenster. Ich gehe hin, töte sie. Er tötet mich. Und jetzt gehen die ganze im Kreis. Pass auf. Das ist ja ultra geil. Okay. Ich habe jetzt 3400. Ich habe die Rüstung theoretisch noch. Was habe ich jetzt noch im Inventar, frage ich mich. Okay, ich habe keine Rüstung mehr im Inventar. Ich hole mir aber mal, so frech wie ich bin, hole ich mir jetzt einfach mal eine AK. Ich mache es jetzt einfach mal. Und den Rest mache ich ins Team. Okay.
Ich habe jetzt nichts mehr. Ich habe jetzt alles ausgegeben und ins Team gesteckt, weil ich ein geiler Typ bin. Hab mir nichts gekauft, aber eine AK. So, ich gebe jetzt mein Bestes. Okay, let's go. Hier ist wieder der Scheiß, der Bre hier. Okay, gehen wir jetzt einfach davon aus, dass dieser eine Bre die ganze Zeit rauskommen wird. Guck mal, die machen schon wieder die Fenster auf. Der ist doch hier vorne, oder? Was? Er ist tot! Guck, der kommt da die ganze Zeit raus. Warum macht denn die... Guck mal, die Ecke hatte gerade übel den Rückstoß und hat kaum Damage gemacht. What? Ne, ich glaube, die hat mich gehört und ich ihn. Ich glaube, die hat mich gehört. Fuck. Bro, das war aber weird. Ich habe ihn gehört, wie er rausgepusht ist. Ich habe den Sand unter ihren Füßen gesehen. Guck mal. Guck mal, der ist ganz am Anfang raus und hat mich dann gehört. Habt ihr gesehen, der hat hier, der hat die ganze Zeit durch die Wand in meine Richtung geguckt, weil er mich gethird-personed hat. Scheiße. Okay, er wusste zumindest, dass ich da bin. Ach so. Ach, das sind jetzt meine Waffen hier. Oh, lol. Ach, das sind jetzt meine Waffen. Okay. Crank. Oh, wir haben bald AWP. Okay, warte mal. Okay, das Ding hat übel Rückstoß. Das wusste ich eben auch nicht. Aber das kriegen wir jetzt hin. Die Tante pusht jetzt gleich safe wieder raus. Safe. Da hinten. Ich kacke, wirklich. Warum? Warum muss ich denn gegen den immer spielen? Warum pusht er da raus? Warum bekommen wir keine Benachrichtigung, wenn er da draußen ist? Das ist doch mega unfair. Digga, er pusht da raus, wirft eine perfekte Nade. Alter, ich bin Level 1. Welches Level ist er? Das finde ich jetzt raus. Ja, Digga, jetzt sind hier so Henno, Kalle, ich selber. Alter, der ist so krank. Der weiß einfach, was er machen muss. Naja. Wir kriegen das schon hin. Okay, der lootet irgendwie, er ist jetzt on spot. Aber jetzt ist wieder nur diese eine krasse übrig, oder? Ja, ja, guck mal, er ist übrig. 1009 Kills, 1500 Punkte. Ich kacke. Wirklich. Aber wisst ihr, was ich gleich mache? Also, wenn ich das Geld habe, hole ich mir eine AWP und snipe den Keck weg. Weil die Sound wurden jetzt schon wieder durch die Wand. Ja, das ist definitiv keine Einsteigerlobby. Das ist halt mega. Also, das ist jetzt gerade, da ist einer von denen ist halt schon richtig in der Materie drin. Der rennt raus, der weiß schon, wie er die Angles halten muss. Der weiß, wie man Nades werfen muss. Das ist schon insane. Ja, ich habe halt wieder aufs Maul bekommen hier draußen, weil ich nicht wusste, dass der so früh schon da drüben sein kann. Das, also woher soll ich das wissen? Der war ja so früh da hinten schon raus. Krank. Aber es macht Spaß. Also ich muss sagen, es ist ein geiles Game. Es macht schon wirklich Spaß. Ich glaube, wenn du gut bist, kann das halt krass competitive auch werden. Im positiven Sinne. Manchmal sagt man ja auch so, boah, gar keinen Bock auf die Competitive-Scheiße, aber wie jetzt? Hä, warte mal, wenn ich da jetzt nicht... Warte, wenn ich... Ja. Der ist halt ein Noob. Gleich kommt der andere und killt ihn. Schade!
Schade. Als fast gepackt. Also ja, gerade ist bitter. Also guck mal, die spawnen hier oben. Die spawnen, guck mal, die spawnen, warte, ich schieb mich mal dahin. Ich zeig mal mit meiner Zunge. Hier vorne. Und er kann schon direkt draußen sein. Die Frage ist jetzt für mich, push ich ihn jetzt? Ach so, nee, aber push ich jetzt ihn von der anderen Seite? Oder versuche ich jetzt irgendwie eine andere Strat zu machen? Weil ich sehe es jetzt nicht irgendwie ein, ihm aus dem Weg zu gehen. Ach, wir haben die Waffen noch. Oh. Alter, AWP 6000. Okay. Leute, ich hole mir nichts. Ich renne jetzt hier nach draußen und versuche, den wegzuholen. Ich hole den jetzt. Ich kann die AWP mir leider noch nicht leisten, aber ich spare das Geld. Ich spare das Geld. Wir sind Max-Level. Ich spare das Geld. 13 Sekunden. 2800. Ich könnte mir halt Körperpanzerung holen, aber nö. Ich hole mir den jetzt. Der rechnet nicht damit, auf gar keinen Fall. Wenn er damit rechnet, dann gehe ich, nächste Runde gehe ich woanders. Ach, pass auf, ich gehe jetzt einfach rein. Scheiß auf meinen Stolz. Scheiß auf alles. Ich gehe jetzt nach hier oben und gucke aus dem Fenster. Okay, draußen sehe ich niemanden. Okay. Okay. Ich renne hier rüber. Die sind auf der linken Seite. Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone now. Fuck. Alles gut. Ich habe aber einen geholt. Leute, helft mir. Fuck. Okay, ich bin noch hier oben, aber ich... Schön! Let's go! Warte, wen habe ich geholt? Habe ich den krassen geholt? Warte mal. Nee, ich habe Kaschmir geholt und der hat dann den Rest geholt. Okay. God bless. Schönes Ding. Ich versuche jetzt zu snipen. Ich habe immer noch nicht genug Geld, habe ich recht? Nee. Ich habe immer noch nicht genug Geld. Fuck. Gut, wir bleiben dabei. Wiederbeleb-Kit ist, glaube ich, auch jetzt nicht... Ich gehe auf AWP. Ich habe die MP für Close Range. Ich habe die AK für Damage of Long Range. Das wird gut. Wir machen das. Ich gehe wieder rein und gucke rechts aus dem Fenster. Versuche so ein bisschen Damage zu machen. Und dann passt das. Wobei, ich könnte auch nach draußen rennen, ne? Ach komm, ich mach das jetzt. Ich mach das jetzt einfach mal. Kann ich ihn sprinten? Ja, ich sehe niemanden. Nee, ich sehe niemanden hier draußen. Okay, ich gehe wieder rein. Öffne! Danke. Okay. Okay. Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone now. Bisschen Schiss? Was? Die sind unten drin. Fuck! Oh! Der hat da richtig viel geschluckt. Ich hab vergessen, dass es einen unten gibt. Ich hab voll vergessen, dass es einen unten gibt. Okay, die sind richtig nach unten gesprintet. Und haben unten platziert. Scheiße. Okay. Ne, alles gut. Wir kriegen das noch hin. Ja, MVP. Guck mal, die sind direkt nach unten. Das war richtig dumm. Die haben direkt unten die Side getaggt. Keine Verteidigung. Okay, also wir haben unten einen Spot und oben ist ein Spot. Es ist halt wirklich eigentlich wie Counter-Strike.
I just wanna go home and have some pizza. Ja, wir sind sauer. Wir sind sauer. Kann ich aber auch verstehen. Come back to HQ pronto. Krass. Ich suche direkt das nächste Spiel. Es hat richtig Bock gemacht. Aber ist es nur diese Map, frage ich mich. Wäre cool, wäre es noch eine andere. Aber wir kriegen das schon hin. Wir kriegen das schon hin. Das war sick. Das war wirklich sick. Wir machen wieder einen kurzen Cut, bis die nächste Runde gefunden ist. Let's go. Und wir sind zurück. Tatsächlich nur 20 Sekunden später oder sowas, aber war krank. Vielleicht habe ich auch gar nicht weggecuttet, weil es war jetzt wirklich schnell. Naja, ist auch scheißegal. Wir sind in der nächsten Runde. Ich habe mir gerade einmal ganz kurz neue Map. Holy shit. Ich habe mir einmal ganz kurz die Effekte von meinem Dude durchgelesen. Es ist eigentlich am besten, lange zu leben bei mir. Weil wenn ein Mate von mir stirbt, wird meine Rüstung wieder aufgeladen. Wenn ich als letztes lebe, heilen die Leute sich. Also eigentlich ist es geil, wenn man so lange wie möglich am Leben bleibt mit meinem Charakter. In der ersten Runde brauche ich tatsächlich keine Waffe kaufen. Ich habe so eine Schallgedämpfte. Das bedeutet, dass ich eigentlich in der ersten Runde sparen kann, sodass ich sehr, sehr schnell eine geile Waffe habe. Wobei ich auch nicht ganz weiß, ob das stimmt oder nicht. Also muss man jetzt halt mal so ein bisschen ausprobieren. Ich halte mich jetzt einfach ran und mache das. Wir gucken. Wir sind jetzt auf jeden Fall auf irgendeiner Container-Map. Und ja, ich habe jetzt nur bisher gehört, dass es so eigentlich sein soll, wie dieses Rogue Company, Third Person, 5 gegen 5 mäßige. Tatsächlich habe ich Rogue Company nie gespielt. Witzige Fun Fact. Aber ich habe es gesehen. Ich habe damals OG Uncharted gezockt. Uncharted Multiplayer. Das war geil. Aber das war auch so 5 gegen 5 mäßig. Nur, dass man da respawned ist in den meisten Spielmodi. Es gab, glaube ich, aber auch so einen kein Respawn-Spielmodi. Okay. Verteidigung auf dem Schiff. Wo sind die Spawns der anderen, frage ich mich. Okay, wir spawnen hier. Oh, weia. Startgeld 500. Ich glaube, das würde ich jetzt einfach ignorieren. Ich habe ja eine Waffe. Ich spawn ja mit der hier. Was ist das hier? Mein kleines Messer. Okay. Wir spawnen hier. Auf der Mitte des Schiffes ist was. Ich würde einfach gucken. Ich gehe mal rechts rum. Ich glaube, ich gehe rechts rum, versuche Close Range auf D zu verteidigen und schaue einfach mal, was passiert. Ich versuche einfach ein bisschen Close Range zu bleiben und gehe jetzt einfach gleich hier durch die Runde. Vom Spielprinzip auch wie Valorant oder Counter-Strike. 5 gegen 5. Bomben platzieren. Wer gewinnt, gewinnt. Wer nicht, der nicht. Okay. Ich habe da hinten jetzt niemanden gesehen. Was ist das hier? Hä? Achso. Hab einen. Fuck, ich habe einen aber geholt. Das ist okay. Ich hab einen geholt. Das ist in Ordnung. Da kamen auf jeden Fall drei gepusht. Die sind bei D. Ja, ja, hau den mal weg. Das ist ja peinlich. Oben auf dem Dach. Ah! Go! Was machst du denn? Lauf! Okay, da hätte ich vielleicht gerade ein Stück zurückgehen sollen. Da wurde ich ein bisschen überrannt. Aber hätte ich da die Headshots getroffen? Banger. Was machst du, Bro? Oh, ja, ja, meine Mates sind stark. Schön. Schieß oben auf den Tank, Bro. Schieß auf den Tank. Schieß auf den Tank, SDI. Uh-oh. Tracking assistance will be over soon. Hurry up. Er springt runter. Okay, hat er überlebt. Okay. Also, die haben schon geplantet, ne? Er muss jetzt rein und defusen. Ja gut, fair enough. Hätten wir gut verteidigen müssen. Okay, mein Plan ist, ich verteidige einfach wieder B. Guck mal, dass ich vielleicht irgendeine Range-Waffe kriege. Ja, guck mal hier. Da hätte ich viel besser verteidigen können. Okay, auf jeden Fall, defensiv spielen macht auf jeden Fall in dem Game, glaube ich, mehr Sinn. Weil du einfach nicht so Massen an Gegnern killen kannst, wie jetzt zum Beispiel bei einem Counter-Strike. Du kannst jetzt nicht krass irgendwie welche wegsprayen oder so, glaube ich. Shotgun? Ja, nee, ich will eigentlich ja irgendwas auf Range so ein bisschen haben. SVD. Yo, ich glaube, das könnte knallen. Ich glaube, das könnte knallen, Freunde. Ich mach's jetzt einfach mal. Ich habe mir jetzt mal einfach mal eine SVD geholt. Ich glaube, das könnte knallen.
Wenn ich damit die richtigen Shots treffe, Headshots und so. Ich glaube, so früh so eine krasse Waffe zu haben, ist auch nicht übel. Hab mir ja eben das Geld für die Pistol gespart. Ich renn mal hier rüber. Und versuch mal denselben Weg wie eben runter zu aimen. Kommt niemand. I need help. Ich sehe niemanden. Ich hau mal rein. Ich sehe halt niemanden. Ich hau mir kurz einen Verband rein. I don't see shit. Fuck. Hab einen. Das ist gut, den haben wir aus dem Spiel genommen vorerst. Das ist Nummer zwei. Oh mein Gott, das war ja richtig dumm. Oh mein Gott, das war richtig bescheuert. Ich habe nicht erwartet, dass der... Alter, der macht gerade alle da oben fertig. Und dann schaut er rein. Okay, wir haben noch drei Gegner, zwei Mates. Ich habe gerade richtig reingeschissen. Ich habe gerade... Schön. Ja, sehr schön. Mach ihn weg, mach ihn weg. Scheiß auf John. Schön. Da oben sind noch mehr. Hat er die Bombe? Schön, der ist down. Ein letzter noch. Jetzt müsstet ihr zusammenkämpfen. Boah, ich glaube, Sniper ist vielleicht doch nichts für mich. Sniper könnte vielleicht doch nichts für mich sein. Wobei, ich behalte ja jetzt, ne? Ja, ja, hier. Bro, was war das denn? Du machst dich selber tot. Ach so, Diffuse. Geil, Leute, ihr habt gecarried. Ich hab nur Scheiße gemacht. Hat er gerade den Mate, hat er gerade den Typen dadurch geholt? Ich glaube, der hat gerade den Dude geholt, dadurch, dass er da oben drauf war. Babahaft. Ciao. Schön. Ich hab den einen gerade, glaube ich, geholt. Nee, ich wurde genockt. Nee. Shield Break. Ach, Shield Break wurde oben auch angezeigt. Dann habe ich halt. Dann habe ich halt oben den einen One-Shot gegeben, was übel krass ist. Okay, pass auf. Ich mache mir jetzt eine richtig schöne Kombi aus MP und Sniper. Weil Sniper insane OP. Oh Gott, Entschuldigung. Ich mache die MP auf meiner zweiten. Und den Rest investiere ich ins Team. Ja, viel ist es ja nicht, ne? So, was ist das? Schnelles Gewehr, Zugang zu Magazin. Ja, und AWP halt, ne? AWP wäre schon geil zu haben. Ich könnte halt sparen, aber meh. Ist ja auch langweilig. Okay. Vielleicht könnte ich hier auch snipen? Nee, komm. Ich möchte da rechts neben der Halle Leute abfangen mit meiner Sniper. Das ist halt mega wertvoll, wenn man das hinbekommt. Mach mal so ein Ding. Jetzt kommt da keiner mehr, hä? Das ist so schade. This is it for you. Da oben ist auch Stille. Ich guck nochmal hier rechts. Wir haben einen Kill. Das heißt erstmal. Oh. Magnetic field sensors. Da war einer. Schöner Shield Break. Das ist bitter. Ich warte kurz hier. Der war ja close. The seed has been planted. Go and defuse it. Aber nicht hier. Let's go here. Okay. Ich versuche jetzt mein Bestes.
Oh, ich hab ihn gerade gesehen. Ich hab ihn gerade gesehen, da unten ist ein hässlicher Kopf um die Ecke. Die Scheiße ist halt wirklich, dass man Leute knockt, weil die fallen richtig häufig. Weil die fallen richtig häufig so hinter Banden und so und dann hocken die da. Wäre sinnvoller gewesen, auf das Ding raufzugehen. Ich glaube, ich gehe jetzt auch nach oben. Weil die teilen sich mal auf, dann habe ich den fast gekillt. Ja, und die beiden haben sie verpisst. Oh, und dann sehe ich seinen hässlichen Kopf da hinter dem. Okay, ich gehe mal oben rauf. Allein mit der Sniper ist vielleicht besser. Hä? Ist das Ding jetzt umgekippt? Okay. Ich spare jetzt auf die AWP. Ist mir scheißegal. Ja, dann gehe ich jetzt dahin. Ist mir scheißegal, ich gehe jetzt rauf. Dann bin ich wenigstens der Einzige da oben, der so ein bisschen mit seiner Waffe umgehen kann. Wisst ihr? Weil ich habe das Gefühl, die können alle nicht mit ihrer Waffe umgehen hier. Vor allem er nicht. Es wird irgendwie immer von unten geholt oder weil er keine Hits macht. Ja, aber eigentlich, okay. Ich gehe jetzt mal nach oben. Ich nehme jetzt direkt die Zipline. Zack. Wie komme ich jetzt hier hoch? Achso. Okay, die sind hier unten irgendwo. Ich habe die gerade gehört. Da hinten ist einer. Oh, der. Ach, von hinten oder was? Von wo? Hab ihn. Du blöde Sau. Komm her. Get fucking wrecked, du Arschloch. You're no match against me. The seed has been planted. Go and defuse it. Wo? Man sieht nicht wo, ne? Achso, doch, das andere verschwindet. Ich bin hier. I'm shot. I need help. Was? No way! Uh-oh. Tracking assistance will be over soon. Hurry up. Ich hab so seinen Kopf weggeballert und er ist nicht umgefallen. Der hat so reingeschissen und mein Teammate sitzt immer noch auf dem Schiff! Mein Teammate sitzt auf dem Schiff und guckt auf den Spot. Let's get serious. Hä? Also ich habe das Gefühl, weißt du, ich mache hier alles. Ich gebe den Turn on. Ich kill den da hinten. Der eine wurde wiederbelebt. Es ist so dumm. Und mein Teammate chillt auf dem Boot und guckt so. Digga, was? Ich verstehe gar nicht, was hier abgeht. Das ist ja insane. Okay. Letzte Chance, mein Gott. Jetzt bitte macht was, Mates. Bitte macht irgendwas. So, jetzt greife ich an. Ich habe meine Waffen noch. Ich würde sagen, ich gehe direkt nach oben auf den Spot. Ich gehe direkt nach oben auf den Spot, ist mir scheißegal. Ich habe jetzt 5000, ne? Wärmebild, SkarH, auch krass, ne? Ich behalte die scheiß MP. Die MP war zuverlässig. Ich habe meine SVD. Es ist in Ordnung. Ich lass einfach nicht zu. Ich könnte mir Juggernaut holen, ne? Aber gar keinen Bock. Ey, Leute, komm jetzt. Es kann doch nicht sein, dass ihr mein Team nur aufs Maul kriegt. Also nicht, dass ich jetzt auch nicht aufs Maul kriegen würde, ne? Früher oder später kriege ich halt auch auf die Fresse. Aber ich meine ja nur. Da war doch gerade ein Bree auf der Leiter. Oh, ich bin sowas von gleich tot.
Ich bin so tot. Ich kann noch nicht. Jetzt ist er da unterm Schiff. Ich wusste nicht mal, dass man da hin kann. Habe ich mich schon wieder eine Situation einverleibt. Aber ich habe das Team abgelenkt und jetzt planten meine Mates und holen die Runde. Ich bin so scheiße. Ich bin wirklich. Also, der Typ geht. Es gibt so Aufklärungsgranaten, was er natürlich auch gemacht hat. Insane. Bro, ich habe das Gefühl, wir kämpfen auch nur gegen krasse Leute. Der eine heißt aber auch Sweeks hier oben. Seht ihr den an meinem Kopf direkt? Ja, ja, das ist vorbei. Lost Game. Immerhin. Links, Bro. Schön weg. Ah, von oben. Letzte Chance jetzt, komm. Letzte Chance. Hab eben schon letzte Chance gesagt, oder? Guck mal, ich gehe hier hin. Der eine zappelt hier unterm... Ach. Jöd. Vielleicht gehe ich doch links rum. Alter, wer oben auf dem Boot ist, ist das Problem. Wer oben auf dem Boot ist, rasiert halt und kassiert halt alles weg. Rasieren und kassieren. Ach, ich kann mir jetzt... Achso, nee. Was ist das jetzt? Wisst ihr was? Ist jetzt scheißegal. Ich muss jetzt alles oder nichts. Ich mache jetzt alles. Ich gehe jetzt links rum und baller alles weg. Ich gehe jetzt links rum auf den Spot und mache alles weg. Aber bin ich dann langsam oder schnell, wenn ich jetzt links rum gehe? Mit dem Juggernaut. Beeinträchtigt das meine Geschwindigkeit? One juggernaut in the team to provide cover. Oh mein Gott. Ich habe Angst vor mir selber. Guck mal, die sterben schon wieder oben alle. Ich sehe und höre niemanden. Die werden schon wieder. Get to the safe zone now. The seed has been planted. Secure the area. Your armor is at half. Maul. Mir geht's klasse. Headshot. So nämlich, ihr kleinen Keks, Digga. Learn to play, Bro. Das war schön. Und da weißt du, da siehst du mal wieder diesen, ich bin superior. Ich bin der Gamer aus unserer Runde. Die können ja nicht. Die können zielen und treffen, weißt du, wie ich meine? Aber ich... So, ich habe jetzt das hier. Und könnte... Kann ich irgendwas damit machen? Kann ich irgendwas upgraden? Nee, nicht wirklich. Okay. Also, ich habe jetzt doppeltes Ding. Ich habe noch 900 übrig. Ich hole mal eine Splittergranate. Ja, keine Ahnung. Ich probiere es jetzt. Okay, wir geben unser Bestes. Denn mehr als das ist auch nicht möglich. Ich habe da hinten schon einen langlaufen sehen. Ich guck gerade, ob irgendjemand vielleicht hier einen Fehler macht. Oh, meine Mates. Schön. Komm, peek.
Magnetic field sensors activated. Get to the safe zone now. Wo ist er? Da oben. Ach, er hat sich wiederbelebt und mich geheadshottet. Und jetzt schießt er auf meine Leiche. Also wirklich, meine Mates, guck mal, ich versuche hier zu kämpfen. Ich schalte einen aus, kämpfe mit jemandem und die lassen sich vernaschen. Einer nach dem anderen. Die haben nicht mal Damage gemacht, die haben nicht mal was gekillt. Returning to HQ. Da wird man schon wieder getriggert, hä? Huh? Scheiße! Aber guck mal, Punktetafel. Nee, Space, weiter, Punktetafel. Kills, 5, 4, ja, mein Gott. Aber gefühlt hier, er hier übel reingeschissen. Wie der 3 Kills hat, weiß ich auch nicht. Ein Kill, ein Kill und hier, schau dir das an. Die haben wenigstens Ahnung, gefühlt. Suka! Schade. Wirklich schade. Also ich muss sagen, richtig geiles Game. Ich kann mir vor allem vorstellen, wieder mit Mates und so, gerade wie auch in CS und wie in Valorant oder irgendwie Rogue Light Company, Rogue irgendwas, was das Game, was da rauskam, kann es sehr, sehr geil sein. Aber, meine Damen und Herren, wie soll ich sagen, es ist, wie es ist und es ist nicht einfach. Das soll es aber erstmal zu dem Spiel gewesen sein. Ey, wenn ihr sagt, wir wollen das auf jeden Fall sehen, gucken, behalten wir den Release mal im Auge. Gucken mal, wann das rauskommt, wenn es rauskommt. Oder vielleicht sogar bald checke ich das Ganze mit ein paar Leuten aus. Vielleicht auch im Twitch-Chat, wer weiß. Wir schauen einfach mal. Na? Ich habe euch lieb, bis zum nächsten Mal. Es ist Freitag, für mich ist jetzt Wochenende. Für euch ist gerade irgendwie Montag oder so ein Shit. Das heißt, habt ein wunderschönes Wochenende, nachträglich. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi.